Eugene Systems. Focus Home Interactive. Und ein Ladebildschirm. Und wir sind im Spiel. Mensch, das ging aber jetzt mal rasant. Warte, ich gebe hier mal ganz kurz mein Passwort ein. Vorausgesetzt, ist es das richtige Passwort? Das weiß ich gerade nicht so. Es ist richtig. Okay, Gott, wir wollen Ihr Freund werden. Was? Jetzt überrennt mich doch nicht so. Herzlich willkommen erstmal zu Let's Play Act of Aggression. Ich habe es euch schon angekündigt. Nach Command & Conquer 3 möchte ich mal im Strategiegenre weitermachen, beziehungsweise etwas anderes spielen, und wir zocken jetzt hier Act of Aggression. Das bietet uns eine kleine Abwechslung. Command & Conquer werde ich mir ein bisschen aufheben. Wir haben ja das ganze Command & Conquer Universum noch vor uns, aber trotzdem, wir müssen es ja nicht in einem Rutsch durchzocken. Und ich dachte mir, wir gucken uns das hier an. Wir spielen hier heute allerdings nicht die Originalversion Act of Aggression, sondern die Reboot Edition. Die gibt es ja kostenlos für alle Käufer der Originalversion. Da ist ein bisschen was geändert worden. Es gibt zum Beispiel Änderungen im Ressourcenmanagement. Es gibt jetzt nur noch eine Ressource und nicht mehr drei. Beziehungsweise im Einheitenbalancing, Menüführung, pipapo, ist einiges geändert worden. Es fühlt sich jetzt quasi so an wie ein zweites Command & Conquer Generals, nur mit etwas schöneren Grafiken, möchte ich sagen. Und ich werde für heute auch nur die Einzelschlacht spielen. Also wir haben in der Reboot Edition leider keine Kampagne. Die Kampagne werden wir noch zocken, die gibt es nur in der Originalversion. Hier in der Reboot Edition haben wir die Einzelschlacht gegen die KI und den Multiplayer-Modus. Den Multiplayer-Modus werde ich aus Gründen auch erstmal außen vor lassen. So, wir spielen einfach ein bisschen Skirmish-Modus. Wir werden auch alle Fraktionen durchsuchten. Wir haben hier zum Beispiel die US-Armee, spricht, glaube ich, für sich. Wir haben die Chimera. Die Chimera ist, glaube ich, so etwas wie die GDI. Es ist so eine Art Zusammenschluss der größten Staaten, die quasi ihr Geld und ihre Forschung da reinstecken. Das heißt, die Chimera ist mit dem neuesten an Technologie ausgestattet und kämpft quasi für die G7-Staaten oder, keine Ahnung, sind es G8 oder G9? Ich weiß es gar nicht in dem Spiel. Da müsste ich die Story nochmal durchsuchten. Das Kartell wiederum ist eigentlich genau das gleiche wie die Chimera, nur dass das Kartell sich halt von Privatleuten finanziert. Also das sind ein paar möchtegern reiche Jungs, die ihr Geld reinstecken und quasi eine Art Privatarmee gegründet haben, die eigentlich mit den neuesten Prototypen und Experimentalwaffen ausgestattet sind. Also die sind mit der Chimera gleich auf. Wir fangen heute mal mit Chimera an, würde ich sagen. So, und ich muss jetzt mal sagen, so leid es mir tut, ich setze es auf sehr einfach für den Anfang, denn ich habe schon lange nicht mehr gespielt, also wirklich schon ganz, ganz lange nicht mehr. Es ist ewig her und ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen, ich muss erstmal wieder in das ganze System reinkommen, wie alles funktioniert und pipapo. Außerdem möchte ich ja dazu noch ein bisschen was erklären, und es ist wirklich nicht einfach, wenn man sich hier auf die Schlacht konzentrieren muss, zeitgleich in dem Let's Play dann noch Dinge zu erklären, was man gerade so tut. Also das funktioniert nicht. Wir werden hier auch mal ganz, ganz klischee-mäßig gegen das Kartell kämpfen. Den Start, den lassen wir mal zufällig, gibt er eh nur die zwei Positionen. Wir fangen einfach mal klein an. Es gibt auch ganz große Maps. Hier Guardian Rift zum Beispiel für bis zu 6 Spieler. Oder warte, wo waren das? Krass, war das das hier? Aggressive Negotiations. Ist eine ziemlich große Map. Packer Factor, das ist eine Riesen-Map. Das sieht zwar nicht so danach aus, aber die ist wirklich unfassbar groß. Das Schlachtfeld ist eigentlich bloß in dem Bereich. Das heißt, das hier draußen kannst du alles gar nicht nutzen, aber glaub mir, das reicht. Also die Karten hier, die sind größer als in Command & Conquer. Und wo waren wir jetzt? Da, Battle Site Zero, damit möchte ich ganz gern anfangen. Was haben wir denn hier? Thematik Ressourcen. Da kannst du jetzt eigentlich bestimmen, wie die Ressourcenverteilung auf der Map ist. Wir sagen einfach mal Hi, also zweifach. Das betrifft nicht das Startgeld. Du kannst das Startgeld hier nicht bestimmen. Es geht hier tatsächlich darum, wie viele Ressourcen quasi in den Quellen drin stecken. Also ich sag's mal ganz kurz, wir müssen ja hier Öl sammeln. Bei Command & Conquer war es das Tiberium, hier ist es Öl. Das wird in Raffinerien in Geld umgewandelt, und in den Ölquellen kannst du jetzt sagen Standard oder hier High, zweifache Menge, oder Extreme, zehnfache Menge, das da drin sein soll. Dementsprechend hält halt eine Quelle dann sehr lang. Wir machen mal zweifach Zeitlimit, setzen wir keins ein. Superwaffen, die lassen wir mal drinnen. Wobei der Gegner wird auf sehr einfach wahrscheinlich eh keine Superwaffen einsetzen. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Start. Und bitte, bitte, bitte,
nicht böse sein, aber wie gesagt, es ist unfassbar lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wir haben jetzt wie in Command & Conquer Generals hier unsere Baufahrzeuge. Das ist unsere Kommandozentrale. Und was auch neu ist, in der Reboot Edition bekommen wir automatisch schon einen kleinen Verteidigungsturm. Das ist ein Sentinel-Turm. Den könnten wir jetzt hier sogar aufrüsten. Mit einem CIWS-System verleiht diesem Sentinel-Turm die Fähigkeit, gegnerische Raketen abzufangen. Ja, warum nicht? Braucht man momentan nicht, aber egal. So, haben wir auch schon... Genau, hier haben wir schon einen Ölbohrturm. Was man nicht sieht, hier dieser komische Geröllhaufen, das stellt die Ressourcen dar. Zu Spielbeginn bekommen wir automatisch so einen Ölbohrturm. Da setzen wir jetzt einfach eine Ölraffinerie hin. So, wir können hier natürlich auch bestimmen, in welcher Ausrichtung. So, der Basisbau ist übrigens ebenfalls verändert worden. Normalerweise hat man einen Radius in Kachelform um das Hauptgebäude rum und innerhalb von diesem Radius kann man die Gebäude platzieren. Bei der Reboot Edition ist es tatsächlich so wie in Command & Conquer Generals. Manche Gebäude, wie zum Beispiel Raffinerien und Fabriken, die kannst du überall hinsetzen. So, da fährt jetzt der erste Sammler los. Ich werde uns aber mal einen zweiten Sammler kaufen gleich. Der fährt jetzt da rein, wird mit dem Öl beladen, fährt dann in die Raffinerie zurück. So, was hätten wir denn hier noch? Wir können dem Burschen hier sagen, Stellung halten oder bewegen. Eigentlich ziemlich unsinnig, dass man die Funktionen hier hat. Wir haben es ja hier per Maus. So, wir haben hier drei verschiedene Protokolle. Einmal das Spear-Protokoll, das ist die Standardtechnologie. Das heißt, hier haben wir eine Raffinerie, den Extraktor, also den Ölbohrturm. Wir können Kraftwerke bauen, beziehungsweise einen Außenposten. Eine Kaserne. Kaserne werde ich hier gerade mal hinsetzen. Da so. Gut, hier oben haben wir natürlich unser Ressourcenfenster. Hier wird unser Öl angezeigt, beziehungsweise es ist Geld. Und hier die Energie, das kennen wir ja. So, ich baue uns gleich mal ein paar Einheiten. Scharfschützen, ja, Scharfschützen, denn die Sniper in diesem Spiel von Chimera, die sind nicht nur effizient gegen Infanteristen, die sind auch die Infanteriespezialisten, wenn es gegen Fahrzeuge geht. Hier steht es auch nochmal, wirkungsvoll gegen Fahrzeuge sowie Hubschrauber und sehr wirkungsvoll gegen Infanterieeinheiten. Für den Anfang, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, dann, was haben wir hier? Also wir haben hier die ganzen Standardgebäude, das werden wir alles gleich noch durchkauen. Dann haben wir hier das Shield-Protokoll. Das sind also reine Defensivgebäude, wie zum Beispiel das Raketenabwehrzentrum. Damit können wir, glaube ich, Flugabwehrfahrzeuge bauen, die dazu da sind, um die Geschosse von Superwaffen abzufangen. Das ist nämlich auch neu. In Command & Conquer kennen wir ja Superwaffen, sind super lästig, die Dinger. Und hier ist es tatsächlich so, du konntest ja in Command & Conquer diese Dinger nicht abwehren. Ja, wenn sie dich getroffen haben, haben sie dich getroffen und das war's. Und hier in diesem Spiel ist es tatsächlich so, du kannst Superwaffen abfangen, was auch sehr wichtig ist, denn ein einziges Geschoss von einer Superwaffe kann dir teilweise den kompletten Stützpunkt ausradieren und das kann wirklich über den Spielverlauf entscheiden. Auch wieder anders als in Command & Conquer, wo du halt wirklich mehrere Treffer brauchst. So, da oben haben wir noch was Interessantes. Ich setze mal den Wegpunkt dahin. Da haben wir eine Bank und da können 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kein Geld mehr. Ja gut, dann schickt man einfach nur normale Infanterie rein. Die Bank können wir mit Soldaten besetzen und pro Soldat gewährt das Ding, generiert das Ding dann einen bestimmten Geldbetrag. So. Da haben wir eine Unterstützungsfabrik, da können wir jetzt Fahrzeuge bauen. Momentan den Namer, das ist so eine Art APC mit Heilungsfähigkeiten. Die müsste man zwar erst noch erforschen, aber das ist ganz gut, um dann gefallene Soldaten zu retten. Werden wir auch noch alles sehen. So, Thematik Shield Protocol, was haben wir denn dann noch? Genau, Flugkontrollzentrum. Da können wir dann quasi Kampfflugzeuge anfordern. Es ist leider nicht so, dass man einen Landeplatz hat, also ein Flugfeld, wo die Dinger dann starten und landen. Nein, wir haben das Kontrollzentrum. Wir können die anfordern, das kostet Geld. Also beziehungsweise du kannst jetzt, was weiß ich, 5 Kampfjets bauen. Die hast du dann in der Liste und die kannst du dann anfordern und die fliegen dir dann hier über das Schlachtfeld. Das werde ich auch noch alles zeigen nachher, wenn wir überhaupt so weit kommen. Ich weiß es nicht. Wobei... Ich habe auf sehr einfach gestellt, also theoretisch sollte es kein Problem darstellen. So, hier haben wir das Sword-Protokoll.
Man erkennt vielleicht schon so ein bisschen die Metapher Shield für Verteidigung, Schwert für Angriff. Wir haben hier eine Sword-Fahrzeugfabrik, das ist quasi für schwere Fahrzeuge, schwere Panzer, Artillerie und Pipapo. Und wir haben hier den Omega-Blitzer, das ist die Superwaffe von der Chimera, die wir aufbauen können. Und was ich noch sagen wollte, hier die Geschosse der Superwaffen, die laden sich nicht auf, so wie in Command & Conquer, sondern es ist tatsächlich so, dass du die Dinger kaufen musst. So, ich baue uns mal noch schnell ein Gefängnis. Du musst tatsächlich die Geschosse kaufen, das kostet ein Heidengeld, es dauert irrsinnig lange, bis die mal fertig gebaut sind. Und dementsprechend kannst du dir halt auch mehrere Geschosse lagern in der Basis. Aber es ist halt nicht so, dass du einen Timer besitzt oder was. Also du kannst zum Beispiel, wenn du 5 Geschosse gekauft hast, du kannst auch alle 5 instant einsetzen. Und wenn du die geschickt verteilst, dann kannst du die gegnerische Basis mit einem Schlag plätten. Das ist halt das Gemeine an dem Spiel. So. Gefängnis. Warum ich ein Gefängnis gebaut habe? Relativ simpel. Wenn wir feindliche Soldaten gefangen nehmen, die im Kampf gefallen sind, aber nicht gestorben sind, die landen hier drin, die werden versorgt und wir bekommen dann irgendwie pro Soldat, keine Ahnung, einen gewissen Geldbetrag. Wir können die natürlich auch eintauschen. Verwundete Infanteristen im ausgewählten Bereich werden geheilt. Ja, genau. Wir haben hier Spezialfähigkeiten, die unsere Infanterie betrifft. Das kostet ein bisschen Geld. Wir könnten Einheiten in dem Bereich hier heilen oder wiederbeleben, genau, wenn sie gefallen sind. Und hier können wir sagen, 5 Gefangene gegen 2500 gelber Kreis mit schwarzem Punkt eintauschen. So. Okay, ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf Fahrzeuge gehen gerade. Ich bastel uns mal 2 von den Jungs, 2 APCs und den Sanitätsnehmer werde ich noch erforschen. Das Schildprotokoll kann man natürlich noch nicht bauen, weil wir das erst erforschen müssen. Das geht hier in der Kommandozentrale. Und dazu braucht man einen Haufen Kohle. Wir sollten vielleicht erst einmal gucken. Wir haben hier auf der Map hier so einen gelben Punkt. Das ist nochmal so ein Ölvorkommen, wo wir bohren könnten. Und wenn unsere Namer fertig sind... Pass auf. Ich baue mal hier einen zweiten Kodiak, ein zweites Baufahrzeug. Und dann hätte ich... Wie viele passen da rein? Es steht leider nicht dabei. Oder doch, 10 Soldaten kann er transportieren. Upgrade complete. Dann hätte ich ganz gern 3, 4, 5, 6, 7. Nein, und wieder kein Geld dafür, das gibt's doch nicht. So, nehmen wir einfach ein paar Infanteristen mit. Bitte da geblieben. So, den Namer, den schicke ich jetzt mal zu unseren Snipern mit dazu. Oh, es gibt hier übrigens noch eine ganz nette Funktion. Pass mal auf, wenn ich... was ist denn das für eine Taste eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Taste ist. Wir können eine Drohne aktivieren. Oder Satelliten... Beziehungsweise, nein, es ist die Kamera einer Drohne. Und können hier das ganze Gebiet absuchen. Natürlich wird uns hier noch nichts angezeigt, weil wir den Nebel des Krieges noch nicht aufgedeckt haben, aber zumindest zivile Einrichtungen und hier Bankgebäude, die werden angezeigt. Und wir sehen hier, dieser gelbe Balken, der symbolisiert die Geldmenge, die da drin steckt. Da ist schon ein bisschen was abgefarmt worden, das heißt, der Gegner, der ist da am Arbeiten. Ja, er ist also aktiv, der Werte her. Und was auch nett ist, guck mal, wie nah man hier eigentlich ranzoomen kann und wie detailliert die Fahrzeuge eigentlich sind. Also wir spielen hier in maximalen Grafikeinstellungen. Man muss schon sagen, sieht unfassbar schick aus. So. Okay, ihr mal bitte da rein. Die Steuerung ist übrigens genauso wie in Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Mit rechter Maustaste auswählen, mit der linken Maustaste Bewegungsbefehle erteilen. Das Einzige ist halt, du nutzt die Tasten WSDA, um die Kamera zu bewegen. Du kannst natürlich auch mit der Maus hier rumscrollen oder... Nee, rechte Maustaste geht gar nicht mal. Bei Command & Conquer hast du ja echt die rechte Maustaste gedrückt gehalten und konntest dann hin und her scrollen, aber das geht hier nicht. Ist mit WSDA sowieso irgendwie angenehmer, finde ich. So. Euch beide schicken wir jetzt mal zu dem Ding. Dann errichten wir hier einen kleinen Außenposten. Und was hier ebenfalls wieder zum Tragen kommt, das ist etwas, was in Command & Conquer, ich glaube in Operation Tiberian Sun eingeführt wurde. Einheiten, also Fahrzeuge, bewegen sich auf Straßen schneller als im Gelände. Ich meine, gut, das sieht man jetzt hier nicht. Warte mal, ich kann mal ganz kurz versuchen, den durchs Gelände zu schicken. Und ihr seht schon, der ist ein Ticken langsamer. So.
Genau. Und jetzt gibt er natürlich Gas. Ja, genau, ich habe noch eine Option aktiv. Wenn du mehrere verschiedene Einheiten auswählst und einen Bewegungsbefehl erteilst, habe ich eingestellt, dass sie sich dann zeitgleich bewegen, also mit der Geschwindigkeit der langsamsten Einheit. So, dann entladen wir den Burschen mal. Du baust dir hier so ein Ding hin. Und ich würde sagen, die Scharfschützen schicken wir mal da rein. Die anderen Jungs, die lassen wir hier stehen an der Tankstelle. Ich glaube, die Zapfsäulen, die sind sogar explosiv. Da sollte man aufpassen. So, dann können wir hier gleich mal eine weitere Raffinerie hinklatschen. Beziehungsweise, was ich jetzt dann auch mal in unserer Basis machen werde. Wir haben hier ein Forschungslabor. Genau, bestimmte Gebäude, die sind weiterhin an diesen Kachelradius gebunden. Wie zum Beispiel das Forschungslabor oder Verteidigungstürme. Hier der Sentinel-Turm zum Beispiel auch. So, pass mal auf, Forschungslabor, wo setze ich denn das hin? Ich setze es mal hier so hin. Und wir könnten eigentlich auch weitere Einheiten ausbilden. Was haben wir da? Iron Fist. Rüstet den Neymar mit dem Iron Fist-System aus, verleiht ihm die Fähigkeit, gegnerische Raketen abzufangen. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Hier in diesem Spiel werden unfassbar viele Raketen fliegen. Also wirklich unglaublich viele Raketen. So, hier gleich mal einen zweiten Sammler. Das ist übrigens grundsätzlich so, pro Raffinerie mindestens zwei Sammler einsetzen, dann arbeitet man effizienter. Ich meine, in der Originalversion, da funktioniert das Ganze wesentlich anders. Da hast du nicht ein Ressourcenfeld, sondern ich glaube ein Dutzend. Und die Raffinerie, wenn du die platzieren willst, die hat dann einen gewissen Radius und sämtliche Ressourcenquellen, die innerhalb von diesem Radius liegen, werden von dieser Raffinerie quasi angebohrt. Und es werden dann automatisch Kisten gesammelt. Also die Raffinerie hier sieht auch ein bisschen anders aus. Die hat normalerweise hier irgendwo eine Ladefläche, wo quasi die Ressourcen in Form von Kisten abgestellt werden. Und du musst dann solche Sammler bauen, die diese Kisten von der Raffinerie zum Headquarter fahren. Also quasi hier zu dem Ding, zur Kommandozentrale. Also ihr seht schon, es ist ein bisschen anders gestaltet worden. Wir können jetzt endlich mal was erforschen. Ich gehe mal aufs Shield-Protokoll. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr Sinn macht, zuerst aufs Shield-Protokoll zu gehen. Das mache halt ich immer ganz gerne, weil ich am Anfang viel lieber die Möglichkeit habe, feindliche Superwaffen abzufangen, bevor ich selber versuche, Superwaffen zu bauen. So... Hier könnten wir jetzt da mal einen Außenposten hinsetzen, der erzeugt Energie. Den können wir dann noch umwandeln. Und es ist übrigens auch tatsächlich so, sowohl in der Reboot Edition als auch in der Originalversion, wo es ja drei verschiedene Ressourcenquellen gibt, man hat hier die Möglichkeit, komplett unabhängig von den Map-Ressourcen zu existieren. Also du kannst die Gebäude bauen, hier der Außenposten zum Beispiel, den können wir später in einen Finanzaußenposten umwandeln, der generiert dann hier alle 2 Sekunden 25 Credits. Wenn du davon 10, 20 Stück baust, dann bist du eigentlich fein raus aus der Sache. Und das gleiche gibt es dann auch für die anderen Erze. Du hast normalerweise neben dem Öl noch Aluminium, was du brauchst, zum Beispiel für schwere Fahrzeuge oder irgendwelche Sonderforschungen und so weiter. Und du hast noch seltene Erze. Oder war das so, seltene Erze? Ich weiß es nicht mehr. Die brauchtest du unter anderem für Superwaffen. So, unser Forschungslabor ist fertig. Was können wir denn da mal machen? Autoreparatur, Exosoldaten, Metal Storms regenerieren langsam Trefferpunkte. Gut, Exosoldaten können wir noch nicht bauen. Gegenmaßnahmen verleiht der Wähler unter Packfahr, also Flugzeugen, die Fähigkeit, gegnerische Raketen abzuwehren. Brauchen wir eigentlich noch nicht. Stinger-Raketen. Rüstet die Wähler den Ninja und den Fennec mit Stinger-Flugabwehrraketen aus. Und Feldversorgungspaket. Rüstet den Crusher mit Panzerung in einer 20mm Maschinenkanone aus, dann können die sich wehren. Klingt, glaube ich, ganz gesund. So, unsere Sentinel-Türme können wir auch aufrüsten mit Flugabwehrraketen bzw. Panzerabwehrkanonen. Mache ich gerade mal. Wir könnten übrigens noch so einen bauen. Oder warte mal, haben wir nicht? Nein, haben wir nicht. Wo waren das? Man konnte irgendwie noch stärkere Kanonen bauen. Oder war das überhaupt bei der Chimera? Nee, es war nicht bei der Chimera. Irgendjemand hat die Fähigkeit, so super starke Railguns zu bauen, aber das war, glaube ich, nicht die Chimera. Zumindest sehe ich sie hier nicht. Genau, Sentinel-Turm, pass mal auf. Platzieren wir einfach mal ein paar. Hier haben wir jetzt auch eine neue Einheit, den Grenadier.
die Urangeschosse erforsche ich mal für unsere Scharfschützen, dann machen die nämlich mehr Schaden. So, da haben wir den Außenposten. Den lasse ich da einfach mal so stehen. Hier hatten wir übrigens noch den Reparaturaußenposten als Upgrade-Funktion. Der repariert dann alle Gebäude und Fahrzeuge in seiner Reichweite. Die Reichweite kann man, glaube ich, auch noch irgendwie vergrößern. So, ich baue hier auch mal so einen Turm hin. Ihr seht schon, wir werden noch nicht angegriffen. Das ist doch sehr, sehr angenehm. Also wenn wir den Schwierigkeitsgrad um 2 Stufen erhöht hätten, dann würde der Gegner uns jetzt schon mit einem Panzerbataillon überrennen, das uns schlecht wird. So, wo meine mal weiter? Haben wir hier ein ADS. Das ist ein leichtes Kampffahrzeug, mit einer nicht tödlichen Flächenwaffe bestückt. Das ist eigentlich mehr so der Aufklärer, den brauchen wir momentan nicht. Kann ich das Sword-Protokoll erforschen? Ja, kann ich. Dann machen wir das mal. Und hier haben wir auch wieder, wie in Command & Conquer Generals, das Besetzungstraining. Wenn wir also feindliche Gebäude erobern wollen, dann brauchen wir das hier. Das wird aber relativ selten zum Einsatz kommen, glaube ich. So, und guck mal, so sieht unser Sentinel-Turm aus, wenn er komplett aufgerüstet ist. Panzerabwehr, Infanterieabwehr, Raketenabwehr, Flugzeugabwehr. Es ist ein Traum. So, man sieht hier jetzt in diesem Screen auch seine Reichweite, die ist nicht sonderlich groß, also man müsste wirklich mehrere Teile bauen, um so eine Art Radius zu erhalten. Und das Sword-Protokoll ist feuertisch, das heißt, wir könnten jetzt auch einen Omega-Blitzer bauen, aber uns fehlt ja das Geld dafür. Pass mal auf, ich gehe mal vorsichtshalber auf das Raketenabwehrzentrum. Ich weiß nämlich nicht, ob der Gegner auf dem leichten Schwierigkeitsgrad seine Superwaffen baut. Ich weiß es gerade echt nicht. So. Und Artillerieeinheiten können wir bauen. In Reno Selbstfahrlette mit einer schweren 155mm Haubitze, wirkungsvoll gegen Infanterie und Gebäude, kann in Bewegung feuern. Und da haben wir noch einen Metal Storm, das ist eine leichte Bodendrohne, das ist auch ein Aufklärungsfahrzeug. Und da haben wir noch die Fähigkeit Active Raider. Der Reno kann alle Artillerieeinheiten in einem großen Radius aufdecken, erhöht außerdem die Feuerreichweite des Reno enorm, also Artillerieeinheiten sind hier in Act of Aggression wirklich Gold wert. So, der Bursche ist fertig. Und da haben wir jetzt die Abwehreinheit, einen Entei 2500. Das ist ein mobiler Flugabwehrraketenwerfer. Der hat jetzt hier, wie auf der Illustration, nur 2 Raketenstarter oder 2 Raketenstartrampen auf dem Buckel. Das heißt, wir können bei dem maximal 2 Abwehrraketen kaufen. Und ja, die muss man einzeln kaufen. Wir könnten das Ganze aber auch noch aufrüsten auf 4 Startrampen und wenn du davon dann, was weiß ich, 3 oder 4 Stück hier in deiner Basis verteilst, die haben auch wieder eine Reichweite, so wie der Sentinel-Turm zum Beispiel, dann bist du eigentlich ganz gut gewappnet gegen den Gegner. Du darfst halt nur nicht vergessen, die Abwehrraketen nachzukaufen, wenn sie eingesetzt wurden. Ich weiß, ich spiele total ineffizient eigentlich, also wirklich erfahrene Spieler hätten jetzt wahrscheinlich schon mindestens 3 Außenposten auf der ganzen Map und schon 2 Panzerarmeen, aber wie gesagt, ich muss leider Gottes erst wieder reinkommen. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und wir brauchen mehr Energie. So, der ist fertig. Kann ich aber wahrscheinlich nicht vollständig aufrüsten. Nee, fehlt das Geld. Es fehlt mal wieder das Geld. So, da haben wir jetzt so ein Abwehrteil. Der kommt automatisch mit einem Schuss, wird er mitgeliefert. Siehst du, das wusste ich gar nicht mehr. Einen Schuss hat er schon. Und hier sehen wir jetzt die Reichweite. Das heißt, der eine würde gerade so ausreichen, um die paar Gebäude zu verteidigen, wenn wir den entsprechend positionieren. So. Die Teile, die sind übrigens nicht nur als Abwehr gegen Superwaffen gedacht, sondern die sind auch in der Lage, feindliche Flugzeuge abzufangen. Und wenn du davon wirklich so einen Verteidigungsring um deinen Stützpunkt errichtet hast, dann bist du da echt auf der sicheren Seite. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt können wir die Exosoldaten bauen. Einen mit einem Exoskelett und einem 15,5mm SMG ausgerüsteter Soldat. Wirkungsvoll gegen Fahrzeuge, sehr wirkungsvoll gegen Infanterie, kann Gebäude besetzen und gegnerische Soldaten gefangen nehmen. Davon hätte ich ganz gern welche, aber der ist halt sauteuer mit 800. So, und da hätten wir noch das Nahkampftraining.
Das sorgt eigentlich dafür, dass die Phalen-Einheiten, also diese Standard-Infanterie, sagen wir mal, sie kämpfen halt dann so gegen Gegner, dass die meisten Feinde überleben, aber verwundet werden, sodass man sie gefangen nehmen kann. Und ich sollte vielleicht, wo ist denn unser, da ist er. Gehe ich auf ein Flugkontrollzentrum? Nee, lieber nicht. Ich gehe jetzt erst einmal auf eine Fahrzeugfabrik, für die wir überhaupt kein Geld haben. Ist ja ein Traum. Vielleicht sollte man das Ding hier oben auch noch erobern. Komme ich da hin? Klippe, Klippe, Klippe. Da käme ich rüber. Echt, das ist der einzige Zugang. Weil da muss er ewig weit laufen dafür. Oh Mann. Ich glaube, da baue ich mir dann lieber Flugeinheiten, die mich dahin transportieren. Geht das eigentlich? Habe ich hier... Ich habe hier den Hubschrauberlandeplatz. So, und da haben wir ein paar Exosoldaten. Und man sieht sogar das Exoskelett. Und der Witz an der Sache ist der, das ist jetzt keine Science-Fiction mehr oder sowas, dieses Exoskelett, wie sie es hier tragen, das gibt es tatsächlich, das erforschen momentan die Amerikaner, beziehungsweise das erforschen die schon seit ein paar Jahren und statten ihre Truppen immer wieder mit diesem Zeug ausschicken, die dann, was weiß ich, durch die Wüste von Nevada und weiß Gott wohin, dass sie das trainieren. Das ist eigentlich echt cool. Aber ich weiß jetzt leider auch nichts Genaueres darüber. Also man müsste sich nochmal darüber informieren. Nochmal ein bisschen schlau machen. Aber dieses Ding gibt es tatsächlich. Also das ist, nicht so wie in Command & Conquer, wo man sich denkt, ja, alles klar. Außerirdische und Pieperbohne. So. Unser Hubschrauberlandeplatz. Lass mal gucken, was haben wir denn da? Eine Ninja, das ist ein unbewaffneter Aufklärungsheli. Dann haben wir hier einen Tiger. Das ist ein Kampfhubschrauber, den wir aufrüsten können mit Raketen, Flugabwehrraketen und Panzerabwehrraketen. Was ich aber haben möchte, ist die Vela. Vela oder Veloa oder Vela oder... Also quasi ein VTOL, ein schwerer Transporthubschrauber. Dem könnten wir hier sogar Hellfire-Raketen verpassen. Dadurch wird automatisch seine Reichweite erhöht. Das steht zwar hier nicht, aber die Reichweite von dem wird wirklich... gigantisch, also der, sagen wir es mal so, es ist eine fliegende Artillerieeinheit. Kann ich mal gerade, oh nein, der hat die Reichweite schon. Also der könnte alles in dieser Reichweite angreifen, wenn du dem jetzt noch diese Hellfire-Raketen gibst. Pass mal auf, das könnte ich gerade mal machen, weil wir haben ja die Kohle jetzt. Bin mal gespannt, wie groß das dann wird. Okay, 50, pass mal auf, ich bleib mal gerade dabei bei ihm. Okay, es wird nicht vergrößert. Aber er hat halt jetzt zusätzliche Feuerkraft. Ich glaube, in der Originalversion war es tatsächlich so, dass seine Reichweite dadurch vergrößert wurde. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. So, jetzt kann ich mir aber so eine Waffenfabrik leisten. Und danach haben wir keinen Strom mehr. Das heißt, ich sollte nochmal Dingensen bauen. Wo setze ich denn die hin? Komm, ich setze sie mal hier so hin. Kann ich den noch aufrüsten? Ne, der ist schon aufgerüstet. Die Geräusche sind ziemlich leise von den Fahrzeugen, ne? Kann das sein? Ich meine, die Musik ist auch unfassbar laut. Und was wir hier drüben machen können... Pass mal auf, ich rüste jetzt hier mal die Dinger zu einem Finanzaußenposten um. Und dann... Wo ist sie denn? Eine Kaserne. Die stelle ich uns hier ebenfalls mal her, dass wir hier Einheiten nachproduzieren können, für den Fall, dass der Gegner da angreift. Bisher passiert ja noch nicht allzu viel. Also wir spielen echt seit einer halben Stunde und es passiert nichts. Da bin ich aber momentan auch ganz froh drum. So, jetzt haben wir hier nochmal ein paar Fahrzeuge. Einmal den Fennec. Das ist ein Transportfahrzeug mit Granatwerfer. Steht da dabei, wie viele Einheiten der transportiert? Ne, steht nicht dabei. Okay, ist aber auch nur ein reines Aufklärungsfahrzeug. Also sinnvoll ist er nicht gerade. Aber hier haben wir die Terminator. Das sind sehr schwere Panzer, die eigentlich, wenn sie voll aufgerüstet sind, effizient gegen alles und jeden sind. Wir können hier Ikla-Raketen geben, das sind Flugabwehrraketen oder Panzerabwehrraketen und der an sich ist schon wirkungsvoll gegen Infanterie. Bestückt mit zwei 30mm Maschinenkanonen und einem Granatwerfer. So sieht er aus. Kann ich den eigentlich irgendwie wo angreifen lassen? Pass mal auf. Geht das?
Nee, da fährt er nur hin. Also, man kann ihm nicht sagen... Oder, warte mal, Position angreifen. Doch, das geht. Faszinierend. Okay. Haben wir davon was? Die schicke ich jetzt gerade mal da hoch. Die Jungs hier, die können wir nur leider nicht in den Wähler reinpacken, weil die zu schwer sind. Das heißt, wir müssten mit denen selber da hochfahren. Ein bisschen dämlich, aber hilft nicht.